Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Champions of Regnum. Ja, mein Internet ist wieder stark genug. Jetzt hoffentlich leckt's nicht mehr so mega. Ich habe mehrere Aufnahmen gemacht, deshalb kam jetzt, ja, weiß nicht, 2, 3, 4 Tage nicht mehr ein Video. Und ja, es war einfach schlechte Qualität, konnte eigentlich nicht viel machen. Jetzt habe ich gerade mit Tux Collector, mich wieder getroffen. Ja, toll. Da kommen schon wieder 20.000 Igen. Gehen wir mal. Ja. Gut. Den kann ich natürlich nicht helfen. Ja, gut. Wie sind es denn? Ja, schon einige und wahrscheinlich sind nicht mal alle angezeigt. Ja, was sollen wir machen? Kurz schauen. Bin ein Fan. Helios Hunter. Wir gucken. Die Kili, die greift an. Bisschen irgendwo hier drüben. Ja, aber hier sind die als unsere Verbünd. Ja, hier sind sie. Ja, sind ein paar mehr. Ja, so ein bisschen zu viel. Aber immerhin wegen verschiedenen Charaktere nicht so. Werden irgendwie von hinten angegriffen. Da ist irgendwo dazwischen noch einer. So kann ich natürlich nicht so gut zu Tax Collector gehen. Da werden wahrscheinlich auch Sylten sein. Chukchi Noise. Was aber Bin Laden ist auch hier. Viele bekannte Gesichter. Taurus. Camilla. Oh, die Camilla. Smiley. Sag ich nur Smiley. Aber. Los, ey. Wir folgen der Gruppe, damit wir nicht in eine Falle geraten. Muss aber jetzt auch etwas zu geben, zu holen geben. Die sind natürlich immer gut in Gruppen, weil es auch die meisten sind, oder? Da müssen wir ein bisschen taktisch kämpfen. Sonst haben wir keine Chance. Ich will heute nicht sterben. Heute nicht. Morgen dann wieder. Also es kommt jetzt wahrscheinlich jeden Tag wieder ein Video. Oder auch halt nicht ganz so regelmäßig. Oh ja. Ja, genau, Ärger in den Griffen biegen. Ah, ich habe angegriffen. Gut. Man hat es einfach nicht gesehen als Animation. Also, ich habe es übersehen. Machen wir. Ja, sie. Die Magier sind halt immer am Schützen. Ja, das sind Syrten, zu viele Syrten. Ich glaube, wenn wir so auseinandergehen, sterben wir. Ich bin sowas von Angsthase plötzlich irgendwie. Gerade habe ich eher Angst vom Wolf. Gut. Aber ich habe alleine, ja, ziemlich wenige Chancen. Deshalb gucken wir doch mal, ob er eine Falle zuschlagen kann. Ja, ziemlich. Südwest. Also lieber in die Richtung gehen, aber Nordost ist leider auch voll. Oh. Ich glaube, ich werde sterben. Es sind einfach zu viele Feinde hier. Auf unserem Land.
In unserem Garten. Bei unserem Haus. Wo ist das Haus? Hallo? Ich finde das nicht. Das sind ein bisschen zu viele. Also. Ich kann halt nur Angst haben. Na gut. Was machen wir? Ja, die greifen immer fort an. Aber wenn ich das mache, ja. Ihr wisst ja, was dann ist. Kommen natürlich wieder von jeder Seite dann die Ecken und Sirben. Wir machen uns hier wieder unsichtbar. Wir sind einfach ein Jäger, wir sind schwach und ja, eher listig, oder? Wir wollen nicht in eine Falle tappen, deshalb sind wir ja Jäger. Ich möchte nicht zeigen, wie ich immer wieder sterben muss, weil ich nichts sehe. Sehr, ja. Ihr kennt es. Gut. Aber der Beshi, der ist auf gutem Level. Der wird bald auch gut helfen können. Als Sanitäter. Als professioneller Kampfheiler. Ja, wenn man mal so bedenkt, wie gut die Beschwörungen sind gegen Monster. Ja, es ist halt einfach gegen Spiele sind sie nicht effizient und nicht ganz effizient. Also zum Beispiel, der Leash ist auf Level 5 mega stark und sieht gut aus. Der ja, Metallgolem, der haltet viel aus. Es wird vielleicht schon ein bisschen gehen, nur kann man halt mit denen nicht stunnen, man kann mit denen nicht also richtig taktisch etwas machen und so weiter. Wieso will er jetzt meinen Speer? Bist du wahrscheinlich an meinem Barbarenhof? Also ich habe glaube ich nichts verkauft. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich müsste den nachher natürlich nochmals holen. Da ist jemand AFK. Jetzt wieder ein bisschen Waffen. So. Genau. Jetzt haben sie weniger Chance. Ich hoffe es jedenfalls. Dass jetzt gerade unser Angriff nicht fehlschlägt. Aber wir bekommen kaum, ja doch. Einer haben wir bekommen. Zwei. Ja. Immer noch natürlich sehr wenig. Ach komm, jetzt endlich. Bin ich wieder zurückgeschlagen. Hola! Was? Hola Atamtia! Ah. Wir den wiederbelebt. Decht wieder an. Eine Markierung. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich angegriffen werden, haben wir wieder weniger Chancen, also zu überleben. Ah, da ist noch ein Choco. Was? Chico. Kleine Hühnchen. Ja. Also mit dem Jäger bin ich jetzt momentan. Oh, spät. Ja, er hat schon eingesetzt, okay. Nein, wir werden alle sterben. Ich werde sicher sterben. Wenn jetzt nicht alle immer wieder stunnen würden, könnte ich noch abhauen. Ja gut. Liebe Leute, ihr werdet wieder zurückgeschlagen. Mann, dieser Dot immer. Unglaublich. Keiner Healer. Wieso sind keine Healer jetzt im Angriff? In einem Angriff müssen doch noch mehr Healer sein. Keine Beschieß hier, keine Beschieß. Da ist ein Bischen. Cool, ein Bischen. Alles Hexenmeister. Alles Hexenmeister. Wow, kein Beschi. Ja, Beschi sind jetzt gerade momentan nicht mehr so beliebt, habe ich das Gefühl. Waren sie überhaupt mal richtig beliebt? Ja, Beschi sind nie beliebt.
Deshalb möchte ich ja natürlich auch gerne einen sein. Aus Ausgleichsmethode. Wir müssen uns auch unterstützen können. Da, hopp. Vorwärts, voll ins Arsch. Naja, es will da was gerade her. Weil er nichts machen kann. Ja, Latenz ist wahrscheinlich immer noch recht. Nein, nicht das aufmachen. Nein, nicht aufmachen. Das drücke ich wieder vor falsche Sachen hin. Ja, es ist schon besser wieder geworden, aber bei mir ist es noch schlecht. Also das Internet ist bei mir auch immer noch schlecht. Vom Ping her. Kann man nichts machen. Also, wenn ich manchmal nicht schießen kann, dann liegt es am Ping. Bei mir scheinbar eher. Okay, jetzt ist es aber auch wieder höher beim Server. Hm. Ja. Anderes Spiel, zum Beispiel Elder Scrolls Online, hat irgendwie Probleme nicht so. Ich weiß es nicht, ob es einfach sehr viel Internet kostet, das auf Kalifornien oder so zu schicken, oder? Okay, da. Und deshalb ist es einfach problematischer bei Regnum. Weil bei ESO ist er, glaube ich, der Server bei Düsseldorf. Also bei Steam ist er bei Düsseldorf, wo ich jetzt zapfe. Ich habe den sonst in der Schweiz, in Zürich gehabt, aber ich habe gewechselt und ich hatte irgendwie 2 Megabyte mehr Download Speed und so. War schon ziemlich gut. Düsseldorf zu wechseln. Ja, wir warten hier, wir gehen nicht zum Tor, das ist ein bisschen böse. Aber ja, die haben recht angelegt von einem Spieler. Nochmals, nochmals. Ja, ja, die Freude, einen Speer verkaufen zu können, ist überwältigend. Ich wechsle sofort zum Barbar. Leider nicht, aber ich bin ja nicht so der Händler. Er ist aber wieder rausgegangen. Ja, ich bin mitten in der Aufnahme, tut mir leid. Ich sollte es vielleicht ihm sagen, aber ja. Machen wir doch mal den Wächter ein bisschen schmutzig. Mit diesem Gewächs. So, jetzt ist er tot. Der arme Wächter. Ah, ja. Ich bin in der Wolke fast gewesen, aber wurde nicht erwischt. Mann, die gehen immer wieder rein. Ja, sind halt auch Angsthasen. Ja. So Level 60er, die sollten volles Rohr in unsere Armee reinlaufen, damit wir sie absnipen. Also abkriegen, ja. Wie sagt man so schön? Ja. Das ist, dass wir einfach überlegen sind. Nehmen Sie die Wurst, Dan Winchester. Wüste. Ah, völlig unkonzentriert. Ich muss mehr spielen, damit ich wieder konzentrierter werde im Kampf. Ja, es ist auch spät zu ja, spät abends. Es stinkt hier. Ich gehe lieber weg. Sieht aus, als würde eine Stinkwolke. Donnerschlag. Okay. Boah, Massen-OP-Angriff vom Wächter. Was ist denn für Zeit? 21.14 Uhr. Okay. Noch nicht ganz so spät. Aber ich komme kaum halt auf verschiedene Aufnahmetermine. So, ich Zeit habe für eine Aufnahme. Jetzt mach mal weg da. Das geht doch nicht. Machen wir dem noch. Ja, dann haben wir wieder etwas geholt. Ist halt immer noch wenig, was wir holen können. Manche Spiele sind einfach zu OP für uns und nehmen die Gegner schnell weg. Und dann sind halt einfach die Gegner auch ein bisschen scheu. Aber okay. Ich hab sie markiert, gell. Wischen wir noch ein? Ne, ist nur sie. Noch am Leben. Ja, da ist aber einer. Müssen wir auch noch markieren. Nochmals Punkte. Aber eben.
Wir machen einfach zu wenig Punkte auf dem Jäger, damit es bringt. Also eben für besseren Content müsste ich eigentlich jetzt ein Heiler spielen, wirklich. In der Warzone mit Gegenspieler. Also für unsere Spieler. Heiler spielen. Aber der braucht noch einige Zeit, der ist jetzt 42, bald 43 und ja, es geht extrem lange, bis man hier endlich dann mal Level 49 ist, wie der hier. Aber ich könnte eigentlich schon wirklich mithelfen. Nur ich muss es auch üben. Und das werde ich mit euch zusammen üben. Also ich bin jetzt wirklich noch wirklich ein Noob mit dem Heilen. Muss halt wahrscheinlich auch sehr viel in Gruppen spielen. Da kann mir Tax Collector sicher helfen. Und ja. Aber ja, ich habe jetzt eigentlich auch mehr Ding, dass ich ein bisschen kürzere Folgen mache, dafür mehr, damit wir zu mehr Folgen kommen. Und dass ich auch nicht so viel Probleme habe mit, ja, Uploaden und es schaut nicht jeder so lange und so weiter. Ja. Wenn wir dann sehen, was Optimum ist, also was ihr gerne hättet, eben zwei Parts pro Tag oder einfach mehr Konzentration auf Regnum wieder. Es ist halt einfach momentan nicht so viel möglich zum jetzt aufnehmen immer am Abend oder so. Ah, ein paar Sirpen kommen. Ja, ihr müsst euch ein bisschen umschauen. Ihr müsst wieder von den Pferden. Einen markiert. Und noch ein Soldat Zerr. Nicht lange funktioniert. Wir wurden dann getroffen, ja. Keine Ahnung. Die Übersicht ist nicht immer so gut. Aber kann es ja auch nicht. Ob dieses in anderen Spielen auch? Oh. Nicht immer einfrieren. Das ist immer der Wartezauber, den mag ich nicht. Jetzt mal ein bisschen irritieren, damit er nicht mehr so blöde Sachen macht. Da kommen nochmals Icken. Sirten. Boah, jetzt habe ich es auch mit dem Namen verschiedenen Leichen. Na gut. Noch ein bisschen mehr. Schön mit Pfeffersoße. So. Muss ja lecker sein, diese Botanik auf diesem Skill. Und, ja. Noch ein bisschen abgesandt. So, jetzt dauert es ja nicht mehr so lange bis Level 50. Dann haben wir Warmaster Coins. Ich würde eben dann noch viel mehr zeigen, wenn wir dann Level 50 sind und auch die Motivation haben, es wirklich die Sachen freizuschalten, wie zum Beispiel das Account, das Account-Lager sozusagen, allgemeine Lager. Und wir haben ja hier irgendwo einen Level 50er Bow. Ja, hier. Zwar nicht gut, aber immerhin etwas Besseres. Und am Schluss kommt der Jägerpfeil. Ihr Patenzahnteil. Cool. Wir haben ja ein paar Sachen hier. Und immer noch das Titanerz und Bambsaft von einem der Orks, Ork-Bosse. Ja, mal schauen, wann wieder das nächste Mal ich eingeladen werde zu Sauerkraut oder mit den Sauerkraut-Leuten die Ork-Bosse zu besiegen. Das muss wahrscheinlich auch vom Game so sein, oder? Die sind ja nicht immer da und ready, oder ja, die Spieler haben eher nicht so Lust. Gut, was haben wir denn? 19, okay, mache ich mal einen 20er Part und zeige jetzt dem Tax Collector den Speer. Ich weiß nicht genau, welche er meint, aber ich denke, ich weiß welchen, den ich einfach verwendet habe vor ein paar Jahren, wo ich so Level 52 war.
Ja, ich sage einfach ein paar Items. Gut, ja. Okay. Zeige ich noch kurz. Ja, man muss halt einfach groß schreiben. Ich habe ihn klein geschrieben und das ist, glaube ich, kein Unterschied. Ja. Groß schreiben. Okay. Ja, er schreibt mich direkt an. Gut so. Dann mal schauen, ob ich den Speer noch drin habe. Natürlich nicht. Ja. Im Lager, im Lager, im Lager. Du, 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 du. Hier unten durch, ja. Ja, okay, ist noch nicht gegen Ende. Ah, da haben wir noch Lootboxen. Ziemlich viele Tage. Machen wir den auch mal noch auf, aber. Ich kann Ihnen ja mal die Waffe zeigen, die brauche ich später dann nicht mehr. Und da ist noch Gestein. Aber die verkaufe ich nicht, den Rapier. Aber ich tue ihn trotzdem mal zeigen. Da ist noch ein weißes Item. Ja. Okay, ich muss aber zum Lager, um die anderen Sachen zu zeigen. Ist so, kann man nichts machen. Man hat keinen Gepäckträger dabei. Man muss ihn kaufen. So, jetzt können wir gleich mal hier binden. Ja, machen wir hier Binde. Bindegebinde. Und jetzt hoffentlich keine Gegner. Sniper-X, ja. Ja. Cool, cool, cool. Gott. Stirb. Stirb, Gott. Charakterlager. Also ein Spinnenspeer hätten wir hier, aber das ist er nicht. Der Barbarenspeer? Und was haben wir denn noch? Drachenklingenspeer. Ich glaube, hier, der ist es. Ja, es ist natürlich nicht gerade so meiste Qualität, aber Größen. Ich denke schon. Weil für mich hat er halt schon ein Drop-Find-Boni, oder? Und das heißt eigentlich, ich möchte ihn gerne, ja, schon verkaufen, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht verkaufen können. Und ich denke eher schon, weil ich ein netter Kerl bin und vor allem Freunde auch mega unterstütze. Ich habe so viele Magneten, ich bräuchte eigentlich gar nicht so viele Magneten, weil ich ja eher nicht handle. Aber ich möchte ja natürlich auch sammeln. Oder? Und eventuell brauche ich dann irgendwann mal etwas zu kaufen. Dass ich den das Notfallgeld habe, oder? Wie viel willst du dafür? Ah, das ist eben die beste Version.
Ich weiß nicht, wie viel die wert sind. Und eben, es ist. Es tut mir schon ein bisschen leid, ihn wegzugeben. Aber ich brauche ihn überhaupt nicht mehr. Also ich kann ihn weit weggeben. Alle haben diese kleinen Flügelchen. Okay, zwei verschiedene. Ja, ist einfach größer, ja, ist größer einfach. Sind die so beliebt, die kleinen? Ich mag eher die großen. Ist eine mega Party. Ja, wow, das habe ich innerhalb von einem Tag. Shit, der braucht ihn wahrscheinlich schon unbedingt, aber der Preis ist natürlich nicht so dolle. Jetzt mache ich extra für das ein längeres Video. Und dann sagt jeder in den Chat, oh, du bist so ein Blöder, du hast uns für so wenig abgegeben. Aber eigentlich habe ich ja andere, also die zwei Rapiers, eigentlich für relativ wenige zusammen. Ich glaube nur 70 pro Stück gekauft. Also eigentlich ist es schon ein guter Preis. Ich habe irgendwie Angst. Aus irgendwelchen Gründen bin ich wirklich der schlechteste Händler der Welt. Ja, gut. Nee, du bist ein guter Kollege. Ich gebe dir den einfach. Auch wenn er nicht weniger ist. Also wenn er auch mehr wert ist. Es ist mir egal, ich finde so viele Magnaniten, weil ich auch immer wieder unterwegs bin gerne und so weiter. Deshalb, bitte. Habe ich lange gebraucht, aber nee, weißt du, es ist für mich halt eigentlich kein Wert. Also ich gebe Kollegen gerne viel mehr. Oder also, ja, viel mehr für weniger ab. Für weniger Magneten. Magneten sind wirklich jetzt für mich wirklich nicht das Ding, das eigentlich das Game so ausmacht. Deshalb gebe ich das mal. Ich bin überhaupt überrascht, dass so etwas überhaupt gewollt wird. Und ja. Eben. So viel wie ich spiele, also sehr wenig. Ich denke so ungefähr 1,5 Stunden, also 1 Stunde und 30 Minuten spiele ich pro Tag. Verdiene ich eigentlich viele Magnaniten noch, weil ich jetzt nicht so viel Warzone machen kann. Und hoffe, ja, dass es halt einfach nicht für mich so extrem gewinneinbüßend ist. Jo, gut, also, ist es nicht. Aber ihr dürft gerne mal schreiben in die Kommentare, was ihr gedacht habt, würdet ihr ihm geben. Also, verlangen von ihm, meine ich. Ja. Okay. Astrid Kummer ist wieder hier. Mit dem Pferd natürlich auf dem Klotz. Du Stein. Und, andere, also Deutsche habe ich jetzt relativ wenige gesehen. Okay, schon viel, aber. Ah, dahinter der Söhle ist noch ein Deutscher, der Messi. Ja, das ist der Fußballspiel. Nein, Mess mit Z. Und ja, Mess Kralin, Kelly. Und ja, jetzt muss ich kurz denken, nein, ich habe nichts mehr. Einfach, dass jetzt wieder mehr Parts kommen, ich wieder mehr Lust habe, weil Internet wieder gut ist und ich gerne alle Leute heilen würde und beschützen möchte. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.